Ich habe dann ganz spontan einfach nur beschlossen, dass ich dann heute so eine kleine traumasensitive Session mache, in dem du ausprobieren kannst, wie du Emotionen auch im Beruf sehr schnell und effizient regulierst, dass du auch eine Yoga-Übung, welche traumasensitiv ist, auf die Hand bekommst. Und ich habe gedacht, dass eben anschließend eine 15-minütige Imagination auch traumasensitiv als kleines Geschenk erhältst. Ich habe diesen kleinen Event heute auch auf LinkedIn angekündigt, und das hat ja einen Grund. Warum? Weil viele, die mit psychischen Schwierigkeiten und psychischen Erkrankungen leben und auch arbeiten müssen, häufig auch im Alltag und im Beruf im Alltag damit klarkommen müssen und konfrontiert sind, wenn plötzlich ihre Emotionen sie überschwemmt. Ich bin jetzt hier in meinem kleinen Yogaschala. Ich habe ja jetzt am Wochenende hier alles ausgeräumt und ja, nach der Winterzeit alles wieder hier schön gereinigt und für unsere kleine Sessions vorbereitet. Und heute war ja ein wunderbares Ereignis, dass in meine kleine Traumafängergruppe auf Facebook der 70. Mitglied uns angeschlossen hat. Und aus diesem Anlass habe ich ja spontan beschlossen, dass ich jetzt eine kleine Dreiviertelstunde kostenlose Session hier traumasensitiv gestalten. Ja, dann lass uns eben auch angehen. Aus der Ankündigung weißt du das schon, dass wir heute eine Übung zur Emotionsregulation machen werden. Ich möchte dir auch eine traumasensitive Yoga-Übung mit auf den Weg geben. Und ganz zum Schluss, 15 Minuten lang, bekommst du eine traumasensitive Imagination von Luise Rettemann. Welche größten Probleme haben wir im Alltag und im Beruf, wenn es um Emotionen geht? Jede von uns, wo mit Trauma zu tun hat, entweder selber betroffen ist oder ja in Angehörigen oder auch im kollegialen Kreis Menschen um sich hat, wo psychisch angeschlagen oder psychisch ja erkrankt sind, weiß das, wie schwer uns das manchmal fällt, wenn wir von Emotionen entweder komplett überschwemmt sind oder auch durch die Emotionen eher gehemmt sind und schon fast auch immobil, also eine Art Immobilität uns überfällt. Ganz typisch ist es, dass wir zum Beispiel Wut oder Ängste oder dass wir eher dann Emotionen haben, also zum Beispiel Depression, also wo wir dann hauptsächlich ja mit Machtlosigkeit, mit Hilflosigkeit ja, konfrontiert sind. Und heute diese Emotionsregulationsübung soll primär zur Stabilität verhelfen. Das heißt, wenn ich auch in einem geschäftlichen Umfeld oder in geschäftlicher Situation so ein Erlebnis habe, wo mich plötzlich eben zum Beispiel Wut ja, packt oder ich bin sehr verletzt und sehr verärgert und kann kaum mehr denken oder mich wirklich ein Wutausbruch zum Beispiel überfällt. Beziehungsweise bevor überfallen würde, kann ich ja eben durch eine aktive Achtsamkeit das vermeiden, dass es zu diesem Ausbruch kommt. Und lass uns dann eben die erste Übung machen, welche du sowohl also im Alltag als auch im Beruf praktizieren kannst. Und es kommt noch dazu, dass es nicht nur sozusagen ja beim Sitzen oder im Liegen, aber auch eben stehen machen kannst, sondern dass es unsichtbar ist. Das heißt, dass es wirklich unauffällig praktizierbar ist und du sozusagen in solchen Situationen, ja, du kannst dich wieder fokussieren und sammeln und du dann eben ungünstige Situationen vermeidest. Ja.
Also, ich habe heute für die Emotionsregulation sogenannte Trennungsübungen mitgebracht, oder 30er Übungen nennt man das auch. Das ist nichts anderes, als dass wir 3x10 Sekunden uns nehmen, wenn wir diese Situationen plötzlich erleben. Und es geht folgend. Ich werde mich jetzt hier einfach am Boden hinsetzen. Aber wie du siehst, heute bin ich ja ganz businessmäßig, damit die Startung auch zu machen ist. So, wenn diese Situation aufkommt und du spürst, dass deine Emotionen dich überschwemmen oder auch, dass du gehemmt bist, dann ist es hilfreich, dass man sich nach innen sammelt. Das heißt, dass wir uns unsere Aufmerksamkeit aktiv zu unserem Körper zurücklenken. Und in dieser 30er Übung geht es folgend. 10 Sekunden lang nimmst du tief Atemzüge, wenn du magst. Und du merkst, dass diese Stresssituation auf dich wirkt. Die Essenz der Übung besteht darin, dass du deine Aufmerksamkeit und deine Ausrichtung mental auf deine Körperempfindungen lenkst. Und alleine durch das Atmen, dass du letztes Endes spüren kannst, wie die Luft in deinen Bauch reinkommt und sich dein Bauch dort füllt, beziehungsweise diese Luft auch in deine Lunge reingeht. Und in solchen Momenten ist es hilfreich, dass man wahrnimmt, dass jetzt gerade etwas im Körper passiert. Und wir nehmen nur das wahr, dass jetzt gerade etwas übererregt sind, dass wir vielleicht schwitzen oder dass du vielleicht sogar zitterst. Es kann sein, dass dein Atem auch hier schneller geworden ist. Und nach 10 Sekunden jetzt die Aufmerksamkeit, was du gerade erlebst und was du gerade in deinem Körper fühlst, wirklich entweder gedanklich, wenn du gerade im Arbeitsumfeld bist, dass du entweder gedanklich oder tatsächlich von dir abschüttelst. Es kann ein Abschütteln sein oder es kann Abstreifen sein zum Beispiel. Solche Bewegungen machen wir auch im Arbeitsumfeld öfters, wo man sozusagen etwas von sich lässt. Ein guter Trick ist es, wenn du eine Jacke zum Beispiel hast, dass du sozusagen diese Jacke als dein Stress wahrnimmst und da deine Jacke ausziehst. Damit trennst du förmlich diese Überbelastung in diesem Moment wirklich von deinem Körper und kann auch das Gehirn das besser verarbeiten. Also nach dieser zweiten 10 Sekunden, wo man von diesem Stress sich wirklich trennt, dann kehrst du mit deiner Aufmerksamkeit wieder zu deiner entweder Beschäftigung zurück oder zu deiner Atmung zurück und darauf, was gerade in deinem Körper vor sich geht. Ich habe gesehen, dass jemand dazugekommen ist, vielleicht ganz kurz, das ist unsere erste Übung zur Emotionsregulation, sowohl im Berufsalltag oder auch im ganz normalen Alltag. Man nennt sich Trennungsübung oder diese 30er Übung. Es ist sehr hilfreich, weil man auch im Businessumfeld toll, ganz unauffällig ausführen kann, wenn einem zum Beispiel Wut oder Ärger und einfach überschwemmende Gefühlszustände überfallen. Und man kann mit kleinen Tricks sozusagen das unterbinden und vermeiden, dass es wirklich eskaliert.
Genau. Jetzt vielleicht, dass ich weniger anleite, sondern dass wir das einmal ausprobieren. Also die ersten 10 Sekunden, so wie es dir gut tut, atmen, weil dein Atem ist, kannst du zählen die 10 Sekunden und dabei bewusst wahrnehmen, dass in deinem Körper etwas passiert. Sei achtsam und danach geht darum, dass wir diesen Stress abstreifen oder abschütteln oder tatsächlich mit deinem Jäckchen zum Beispiel von uns weg trennen, wo dann auch förmlich das weg ist. Und jetzt, dritte 10 Sekunden gehen darum, dass wir unsere Aufmerksamkeit wieder eben der Beschäftigung hingeben und unsere Aufmerksamkeit dorthin zurückführen. Okay. Zweite Übung habe ich eine kleine Yoga-Übung mitgebracht, welche Berghaltung heißt. Und diese Berghaltung unterscheidet sich von der Übung, welche in einer klassischen, normalen, in einer Yoga-Klasse eben ausgeführt wird, sondern das ist jetzt in einer Übung aus traumasensitivem Yoga nach David Emerson und Bessel van der Kolk. Und diese Übung hat wieder wirklich ganz, ganz toll, dass solche Vorteile das hat, dass du das sowohl sitzend, ich sitze jetzt hier auf dem Boden, aber natürlich kannst du das hier auch auf dem Stuhl machen, in der Arbeit machen oder du kannst es wirklich stehend machen oder du kannst es liegend machen, wenn du das zu Hause dann für dich machst. Und es dient wirklich dazu, dass du dich erdest und dass du dich stabilisierst. Die Zielsetzung von diesen Übungen ist, dass wir auflenken und dadurch wirklich auf unser Amygdala letztes Endes einwirken. Und hierbei werden wir auch nur beobachten und ohne Wertung, aber bewusst wahrnehmen, was in unserem Körper gerade passiert und wie es uns geht. Diese Übung eignet sich wirklich total gut auch ja, in der Mittagspause zum Beispiel bei der Arbeit. Und wenn du magst, dann würde ich das jetzt eben auch anleiten. Und dazu lade ich dich jetzt ein, dass du für dich ein bisschen auch feststellst und in dir reinhorchst, wie es dir gerade geht, dass du entweder deine Augen dazu schließt oder auch offen lässt, so wie du das gerne haben möchtest. Und du vielleicht, wenn du dir ein Thermometer vorstellst, dann auch einfach ja so rein pendelst. Wo befindest du dich jetzt gerade, was deine Emotionen angeht? Bist du eher unterreguliert oder eher übererregt und Hypervigilanz, das dich ja vielleicht eben quält, dass du das jetzt einfach feststellst, auch wieder ohne Wertung. Und ich lade dich jetzt nochmal ein, dass du, wenn du magst, jetzt eine Haltung findest. Es kann, wie gesagt, einfach beim Sitzen sein, es kann beim Stehen sein oder du legst dich auch gerne hin. Und
Wenn du möchtest, dann wähle dir eine Position und eine Stelle für deine Hände. Das kann im Schoß sein, einfach, ja, du legst sie zusammen. Auch gerne umarmen. Es gibt manchmal auch ein schönes Gefühl und Stabilität. Und als nächstes möchte ich dich dazu animieren, dass wir von unserem Kopfkrone Stück für Stück unserer Wirbelsäule entlang unsere Aufmerksamkeit lenken. Das dann nimm dir wahr, wie jetzt hier am Kopf, wie sich das anfühlt, dein Hinterkopf, wie fühlt sich das an? Fühlt sich das überhaupt irgendwie an? Vielleicht spürst du auch nichts. Kann auch sein. Lenke deine Aufmerksamkeit zu deinem Halswirbel und zu deinen Schultern. Du kannst deine Schulter auch intuitiv bewegen. Ich drehe mich jetzt ein bisschen, so dass du mich auch zum Teil von der Seite siehst. Und genau. Nimm deinen Körper wahr, dein Körpergefühl wahr, ob du ein Gefühl überhaupt spüren kannst. Und wenn du auch deine Schulter wahrgenommen hast, dann lade ich dich ein, dass du dir einen Baum vorstellst. Und zwar ein Baum, den du womöglich sehr magst. Und wir werden es jetzt versuchen, wenn du möchtest, das spüren, dass wir selber dieser Baum sind. Je nachdem, welche Art von Baum du dir ausgewählt hast, es kann vielleicht ein Baum mit Laub sein oder ist das vielleicht eine Tanne, Nadeln, das ist eine Palme und vielleicht magst du auch den Stamm spüren. Wie fühlt sich das an? Du diesen Stamm überhaupt spüren kannst? Was so toll an Bäumen ist, dass sie mit der Erde, sowohl mit der Erde als auch mit der Sonne verbunden sind. Heißt, dass sie sowohl stabil sind durch die Wurzeln, als auch, dass sie sich stets nähren können. Sie haben immer einen Zugang zum Licht und Wärme. Auch eben zum Boden, zu der Erde, wo auch wieder Nährstoffe sind. Vielleicht möchtest du noch ein bisschen dort verweilen und
nachspüren, wie das so ist, wenn man ein Baum ist. Könnte ja der Stamm sein von dem Baum. Spürst du vielleicht deine Rippen? Sind deine Beine, deine Füße vielleicht auch die Wurzeln? Wir können uns auch vorstellen, dass unsere Arme zum Beispiel die Äste sind, die jetzt gerade mit Knospen voll werden, jetzt im Frühling. Und wir uns Wärme sammeln von der Sonne. Wie fühlen sich jetzt deine Beine an? Vielleicht magst du deine Zehen bewegen, wenn du möchtest. Du kannst gerne auch deine Finger bewegen. Den Baum dir so vorzustellen, dass du ein Bild hast, wo dieser Baum ganz stabil ist und wo nichts und niemand diesem Baum was abhaben kann. In die Hülle von diesem Baum schlüpfen und spüren, wie diese Kraft, diese Energie, was der Baum, die Wurzeln von der Erde aufsaugen können und was die Äste auch von der Sonne an Nahrung und Wärme haben. In dir das abspeicherst. Vielleicht magst du einen Ort in deinem Körper aussuchen, wohin du diese Kraft für Zeiten, wo du es brauchst,
dich aufbewahren kannst. Ob du diese Wärme spürst in dir. Was macht das mit deinem Körper? Vielleicht nimmst du deinen Atem wahr. Und die Luft, die in deine Lunge hineinströmt. Vielleicht spürst du ja diese Wärme auch auf deiner Haut. Und womöglich machst du das in deinem Herzen abspeichern. Manche mögen das um Solarplexus herum, dass sie das dort aufbewahren. Vielleicht möchtest du noch mal einen Blick darauf werfen, auf deine Umgebung, wo du jetzt als Baum stehst. Vielleicht kannst du das auch in dir verankern, wenn du möchtest. Egal, ob da ein Sturm ist oder regnet oder schneit, aber du bist als Baum immer mit der Erde und mit der Sonne verbunden. Und zuletzt jetzt möchte ich dich zurückführen in das Hier und Jetzt und dazu nehmen, wenn du magst, langsam einen tiefen Atemzug. Und du bist jetzt nicht mehr der Baum, sondern du bist jetzt wieder in diesem Raum, entweder in deinem Stuhl oder liegend oder du bist gerade beim Spazieren, aber du bist jetzt wieder du selbst in deinem Körper. Und mit dieser Berghaltung kannst du ja noch sowas tun, dass du, um wieder aktiver zu werden für den Rest des Tages, deine Arme sozusagen mit nach oben nimmst, beim Einatmen, wenn du möchtest, und beim Ausatmen führst du wieder runter. Aktiviert wieder alle Organe
Und du kannst auch das nochmal versuchen und dabei, wenn du willst, auch sogar deinen Blick jetzt noch ein letztes Mal, wenn du möchtest, kannst du nach oben nehmen und dabei einfach nur versuchen, deine Sinne zu spüren und wahrzunehmen. Ich möchte dir sehr danken, dass du dabei warst und vielleicht sehen wir uns ein nächstes Mal. Würde mich wirklich sehr freuen. Und ich setze mich jetzt noch mal kurz hier hinauf. Ich war jetzt zwar auf dem Boden, vielleicht war das nicht so ganz optimal, wie ich mich hingesetzt habe, aber ich wollte dir das wirklich zeigen, dass du das in einer Mittagspause auch ohne Probleme machen kannst. Und dazu braucht man sonst nichts außer das eigene Körper. Also, bis dann und bis bald. Tschüss, Gabriela.